Nein, das ist kein Kaninchen. Aber wie diese prächtigen Hähne in die Landesausstellung Sachsen-Anhalt für Rassekaninchen kommen, dazu später. Das sind die Kaninchen, um die es den besten Züchtern des Landes geht. Mit viel Liebe und Sorgfalt kümmern sie sich um ihre Tiere, arbeiten konstruktiv in ihren jeweiligen Heimatvereinen mit, um auf solchen Ausstellungen dann um Titel und beste Bewertungen zu kämpfen. Was zeichnet eigentlich einen guten Kaninchenzüchter aus? Das ist eine gute Frage. Kaninchenzüchter sind im Grunde genommen Menschen wie du und ich aus allen Gesellschaftsschichten, die sich mit der Kleintierzucht beschäftigen. Also Liebe zum Tier, Liebe zu den Mitmenschen, zu den Zuchtfreunden, dass man gemeinsam so eine schöne Landesverbandschaft auf die Beine stellt. Das ist so das Wesen eines Kaninchenzüchters. Und hier auf dem Schild ist es nur ein kleines Detail, das den Unterschied macht. Die handschriftliche Notiz LM kennzeichnet dieses Kaninchen als Landesmeister, aber dem Langohr in seinem Käfig ist das offensichtlich egal. Mit weichem Fell und klaren Augen versucht der Preisträger, mit dem Lärm und Stress in der Halle umzugehen. Worauf achten eigentlich Züchter und natürlich dann auch die Bewerter, wenn es darum geht, hier Leistungskriterien einzuschätzen? Na, in erster Linie geht es eigentlich darum, also große Würfe zu haben, dass man überhaupt erstmal mehrere Tiere zur Auswahl hat. Und dann geht es natürlich je nachdem nach dem Rassestandard danach, dass die Tiere dementsprechend dem Optimum halt entsprechen. Also sprich in der Felldichte, der Farbe, der Zeichnung und so weiter, dass das halt wirklich passt. Das heißt, für die unterschiedlichen Kaninchenrassen hat jemand irgendwann mal einen Standard festgelegt und den gilt es zu erreichen. Genau, so sieht's aus. Also es gibt jetzt aktuell einen Standard, da sind alle Rassen drin erfasst mit Farbe, Körperbau, Typ, Gewicht und so weiter. Danach richten sich dann auch die Preisrichter bei der Bewertung und danach wird dann auch die Punktzahl zusammengesetzt. 100 mögliche Punkte sind ein Idealbild, das ja bei lebenden Tieren nicht erreicht werden kann. Was ist denn jetzt eine gute Bewertung? Genau, 100 Punkte wären sozusagen das Perfekte dabei. Das, was meistens oder relativ selten dann mal vorkommt, sind 97,5 oder 98 auch mal, wobei das dann wirklich so das Höchste ist, was es dann bei einer Bewertung gibt, weil irgendwo gibt es immer ein Haar in der Suppe zu finden, was der Preisrichter zu bemängeln hat. Wie ist denn so die Leistungsdichte unter den Wettbewerbern? Also bei uns im Landesverband Sachsen-Anhalt sind wir ungefähr 2200 Züchter, wobei es da natürlich immer noch darauf ankommt, dass jeder ja eine andere Rasse züchtet und dementsprechend auf jede Rasse ein Landesmeister vergeben wird. So gibt es teilweise Rassen, wo hier dann auch mal 30, 40 Zuchtgruppen stehen. Es gibt auch teilweise Rassen, wo dann halt nur ein, zwei Zuchtgruppen stehen. Hängt immer davon ab, wie selten die Rassen dann auch sind. Ganz egal, was für eine Rasse, jedes der Tiere muss auch während der Landesschau versorgt werden. Auf sauberer Strohunterlage gibt es regelmäßig frisches Wasser und aus einer großen Schüssel wird mit einer speziellen Schaufel Mischfutter in die Näpfe gefüllt. Was ist denn da drin? Das Weizen, Sonnenblumenkerne, das Mais. Die braunen, das ist Milo oder Dari. Ich weiß aber nicht, das eine, das helle ist, glaube ich, Milo und das dunkle ist Dari. Sonnenblumenkerne. Erbsen, habe ich gesehen. Erbsen, das müssten Wicken sein. Nein. Das ist ja eigentlich reines Mischfutter, was ihr schon so geliefert kriegt, oder? Das ist fix und fertig so gemischt vom Werk, ja, genau. Kurz vor der Öffnung der Ausstellung für die allgemeinen Besucher kommt eine Schulklasse der Montessori-Schule Magdeburg, um sich die Tiere anzusehen. Und während sich die Kinder begeistert alles erklären lassen, kommt die Frage auf, wie das so ist mit dem Nachwuchs. Solange Vater, Mutter oder der Opa als Vorbild dienen, ist es sicherlich noch etwas einfacher. Aber dann? Wir haben natürlich die gleichen Probleme wie alle anderen Verbände auch, egal ob das die Geflügelzüchter sind oder ob es andere Vereine sind, die Jugendarbeit betreuen. Es wird immer schwieriger, Jugendliche für das Hobby zu begeistern, einfach weil wir 365 Tage im Jahr uns um die Tiere kümmern müssen. Und das passt natürlich heute nicht mehr so in das Bild der Jugendlichen, die halt andere Schwerpunkte setzen. Wir versuchen das über unseren Facebook-Auftritt, über soziale Netzwerke, unser Hobby zu erklären, warum wir das machen, warum das gut ist. Und insofern hoffe ich immer, dass wir den einen oder anderen Jugendlichen noch halten können. Und das bringt uns zu dem Hahn. Denn parallel zur Landeskaninchenausstellung zeigen Kinder und Jugendliche ihre Zuchterfolge beim Geflügel. Und das ist eine Lockentaube, die zusammen mit 5 anderen Moritz Vlies gehört. Warum züchtet der 10-jährige Tauben?
Weil ich schon immer wollte und weil Tauben mir einfach gefallen. Ich fütter sie halt und das Besondere, man föhnt die und man putzt sie halt und ja. Was bekommen die Tauben zu fressen? Sonnenblumenkerne, Hafer, Mais und Raps. Und diese Tauben, wir erinnern uns an die Bewertungskriterien, sind also ganz große Klasse. Also erst habe ich ein HV bekommen, das ist 97 Punkte, also auch gut. Und dann noch ein V, das hat 96 Punkte, das wäre auch gut. Na also, dann kann es ja sehr gut weitergehen. 2 Tage lang Landeskaninchenschau Sachsen-Anhalt. Insgesamt haben über 1300 Fachbesucher die Ausstellung besucht und so gesehen sind die flauschigen Langohren nach wie vor ein Publikumsmagnet.